Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom unbekannten Modpack. In der letzten Folge hatten wir ja angefangen, die Rüstung zu bauen. Ich habe jetzt zwischen den Folgen, ist jetzt 3 Tage her. Da habe ich mal ein bisschen gewartet, habe den letzten Teil der Rüstung gebaut. Heißt, wir können jetzt fliegen wie im Creative, ohne im Creative zu sein. Ich mag die Rüstung zwar nicht, wegen dem Fliegen. Aber ich habe jetzt erstmal eine Rüstung gebraucht, wo ich nicht sofort sterbe und die ein bisschen Haltbarkeit hat. So, drehe ich mich mal kurz so hin. Was ich zwischen den Folgen, also bei den 3 Tagen gemacht habe, ist erstmal hier die Schmiede weiter dekorativ mal zu bauen. Und wenn ihr euch fragt, woher ich den schwarzen Granit habe, sorry, das werde ich euch auch noch zeigen, denn ich habe die Schmiede umgesetzt, bin da ein bisschen in der Farmwelt rumgelaufen und habe hier was Komatit gesucht und einen schwarzen Granit. Und hier an den Stellen, wo es Wo ist er dann hier? An den Stellen, wo die normal gefärbt sind, ist ein Durchgang für wichtige Sachen. Wie jetzt hier. Könnt mir ja mal schreiben, was ihr jetzt über die fertige Schmelze denkt. Und wenn ihr euch fragt, wie ich jetzt hier an die Tanks rankomme, wenn ich mal da ran muss. Einfach so. Aber hier könnte auch noch so ein Stein hin. Haben wir hier einen Lavatank im Auge. Die Tür auch wieder zumachen. Hier drüben habe ich auch schon ein bisschen weiter gearbeitet. Die ganze Wand hier besteht aus Glowstone. Hier den Boden hatte ich vor, Fabrikblöcke zu benutzen, und zwar diese hier, dass es wie ein Gitter aussieht, wo man hier rüberlaufen kann. Und dann werde ich, wenn ich wieder mal was vorbereiten muss, den Raum hier hinten auch weiterbauen. Und dann zeige ich euch noch mal, oder jetzt auch einmal, was so in den letzten 3 Tagen passiert ist. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Der erste Gedanke ist, ich möchte das hier nicht weiter so unschön hier in der Weltgeschichte stehen lassen. Ich möchte mein Lager da oben auch nicht mehr haben. Ich darf jetzt etwas nur nicht zu hoch fliegen, sonst seht ihr schon alles. Ich möchte das Lager hier auch abschaffen. Weil die Kisten da hinten werden doch langsam zu voll. Und dafür habe ich hier nebenbei die herstellen lassen. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich so gebaut habe. Erstens habe ich hier den Weg gebaut, und dass keine Monster spawnen können, ist der auch aus Glowstone. Und wir folgen erstmal dem Weg hierher.
Ja, werde ich es hier so beibehalten. Dass dann bis hier ein kleiner Weg führt. Habe ich keine normale Schaufel mehr? Doch, da. Schieben wir das mal auf. Und hier führt der Weg wieder weiter runter. Ach, was ich noch vergessen habe. Ich schätze für die Zeit, wo ich hier AFK gestanden habe, weil Maschinen gearbeitet haben, einfach mal auf Peaceful gestellt gehabt. Die Monster hätten uns eh nichts in der Rüstung antun können, aber ich wollte nur mal sicher gehen. Wie viele Stufen habe ich hier drüben denn? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sollen wir hier in die Tür reinlaufen? Da werde ich vielleicht demnächst noch einen anderen Mod hinzufügen, dass wir schönere Türen haben. Fackel lege ich mich mit mir mal hier hin. Kann ich die auch so platzieren, genau. Hier kommt eine 2x2 Tür hin und der Raum wird dann 8, warum jetzt 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Soll ich hier verzählen, oder? 2, 6, 8, 12. Ne, ich will ja eine ungerade Zahl, also 13. 1, 2, 3. 12, hier auch noch 1 rein. Und das hier werden wir nicht per Hand mehr ausheben. Ich habe ja auch eine schöne Maschine mal gebaut gehabt. Und die werde ich die Arbeit machen lassen. Ja, Füller schimpft sie sich. Redstone, Fackeln. Ach, was ich noch vergessen habe, euch zu zeigen. Ich hatte hier auch noch die Maschine gebaut, dass ich hier mal so einen Würfel schneller aufladen kann, und ich hatte doch so einen Austauscher gehabt. Wo ist denn der hin? Ist der weggekommen? Ja, das Ding war teuer. Ja, ich suche mal die nächsten Folgen ab. Zwischen den Folgen suche ich mal meine Kisten ab. Ja, okay, sollte, denke ich, mal reichen. Da, das Monster hier hat mich immer getötet in meiner Rüstung, heißt, ich kann jetzt ohne Bedenken das töten, wenn ich es möchte. Und seht ihr, ich verliere nicht mal Herzen, aber die Rüstung geht.
Na doch, eben verliere ich ein Herz. Aber wir haben es mal überlebt. Und ich war kein One-Hit-Wonder wie mit der Gummirüstung. Heißt so. Dreizehn sind 26 und die 2 sind 28. Pim pim pim. Doch. Ach, das soll einfach mal den Raum ausheben, wie er es kann. Ich denke mal, so sollte schon eigentlich genügen. Setzen wir mal hier die Fackel hin. Und da das, der Raum hier dreidimensional ausgehoben werden soll, machen wir es so. Hier kommt der Füller hin. Den stellen wir auf leeren hin. Habe ich meinen Enderbeutel hier griffbereit? Ja. Weil der fängt hier gleich an. Und wir dürfen unser Inventar nicht vergessen. Wird schnell zugemüllt. Ach, der fängt erstmal da hinten an. Macht er erstmal die oberste Schicht weg. Oh oh, das ist nicht schön, dass da drüben ein Wassereinbruch ist. Nein! War mir fast klar. Ich habe meinen Pool angerissen. Aber ich lasse ihn trotzdem mal jetzt ausheben. Dann werde ich den Raum ein bisschen anpassen, dass er doch dezent kleiner wird. Hey. Wir müssen hier auch schnell sein mit Fackeln setzen, dass hier nicht so schnell dunkel wird. Aber das mögen die Monster ja.
Ich muss jetzt auch aufpassen, meine Items fangen schon an, die zu spawnen. Gut, das haben wir. So wie es aussieht, hat er den Klostein hier komplett kaputt gemacht. Heißt, muss ich nochmal in die Werkstatt gehen und Klostern besorgen. Sieht eigentlich nicht so aus. Dann weiß ich gerade nicht, wo das Problem ist. Hängen tut der Server nicht. Ja, okay, er muss alles viel Sand wegschmeißen. Aber wundert mich gerade ein bisschen, dass er hier kein Kloster machen möchte. Ah, jetzt macht er es. Hat das System Hänger gehabt, okay. Dann dürfte da jetzt eine Menge Glowstone kommen. Ja, da wird jetzt einiges hergestellt. Mache ich dir hier noch ein bisschen Platz, aber das sollte dir ausreichen. Die hat er nicht weggesäbelt. Nein.
muss mal gucken. Irgendwie kein Quarz mehr. Ne, der erst dann bestellen wir mal einen Stack. Cast Emerald Obsidian Nether. Und wo ist mein Quarzit hin? Muss ich einen neuen bauen. Es passieren hier irgendwie mysteriöse Sachen. Ich habe mich zum Beispiel auch heute Mittag eingeloggt und war mein Inventar leer. Egal, Nether. Ja, das ist das Problem, weil da spawnen jetzt schon die ersten Monster. Hier fehlt der Block. Och, du doofes Vieh. Aber ich muss ja immer noch was davon platzieren. Hierhin, hierhin, hierhin. Gut. Na, halt, Zombie. Da habe ich die Tür oben offen gelassen und die haben mich getrackt und wollen runter. Also muss ich den Raum 2 kleiner machen. Okay. Doch, hier kann die eine Fackel hin. Aber der müsste noch 4 tiefer. 2, 3, 4. Und hier jetzt, dass hier die Wand ist. Ist aber okay, dass ich dann hier so ein bisschen Puffer links und rechts habe, mache ich dann hier den Kabelschacht hin. Dann gucken wir mal, was der hier noch abreißen kann. Mit einem Reststrom. Müssen wir aber außenrum ausleuchten, dass ich hier gleich Highlife habe.
Aber auch langsam die Befürchtung, dass das Inventar gleich voll ist. Ja, voll ist es definitiv. Ah, noch nicht. Ah, dann werde ich jetzt mal bis mir die nächste Folge beginnen. Gucken, wo mein Netherquarz-Seeds hin ist. Ich werde hier die Energiezelle mal aufladen, dass wir hier weitermachen können. Und dann werden wir das erste Lager in der nächsten Folge schon mal aufziehen. Dann sage ich mal auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge vom unbekannten Modpack. Wiedersehen.